So, und da sind wir wieder und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rogue Legacy. Wir schießen Riesensensen, wenn wir wollen. Und los geht's. Building. So. Einfach mal mit unserem Spellsword hier alles platt machen. Nein, will ich nicht lesen. Spellsword, für die, die es vergessen haben, wir bekommen für jeden Schlag Mana. Und zwar nicht gerade wenig. Ich glaube 9 Mana für jeden Schlag, nicht für jeden Kill. Es lässt die Siphon-Rune alt aussehen. Deswegen lohnt sich halt auch wirklich mal auf Zauber zu kämpfen. So, jetzt kurz eine Ebene runter. Geld. Na, ich habe gerade allerdings nicht so meinen Lieblingszauber, was das angeht. Na, falsche Richtung. Erledigt. Man kann hier richtig verschwenderisch mit dem Mana umgehen, mit dem Spellsword. Und auf Y, also Spezialfähigkeit der Charaktere, können wir noch einen Riesenzauber machen. Der hat dann doppelte Stärke, doppelte Mana-Kosten. Ziemlich einfach. Und ja, der ist schon ziemlich stark. Komm her. 14 Mana pro Schlag. Das ist mehr als overpowered. Oder wir bekommen so und so viel Prozent des ausgeteilten Schadens als Mana zurück, ich weiß auch nicht. Ja, hier waren es 14, da hinten waren es nur 11, weil der nicht so viele Leben hatte. Mit anderen Worten, ja, hier waren es sogar nur 7. Mit anderen Worten, dadurch, dass wir jetzt unseren Schaden erhöht haben, haben wir gleichzeitig sogar noch das Mana, was wir bekommen, erhöht. Warum bin ich da nicht an die Kiste rangegangen? Verdammt, das ärgert mich jetzt. Na, ist leider ein langer Weg zurück. Hm, ganz schnell mal dahin. Au. Und ich komme gerade mit der Steuerung überhaupt nicht klar. Warum auch immer. Höher, höher, links. Hier hoch, da links rein. Drüber springen. Ach ja, deswegen. Hm. Ah. So. Bild. Geht doch. So, jetzt gehe ich nach oben lang, weil ich dachte, das wäre hier angenehm. So. Einfach mal wegkritten. Ich könnte trotzdem ein paar mehr Leben gebrauchen. Lifesword wäre auch super geil gewesen, aber den Entwicklern war wohl selbst aufgefallen, dass das zu overpowered wäre. Ich muss sagen, gerade habe ich hier überraschend wenig Probleme. Ich hätte trotzdem gerne ein paar. Ach so, ich bin sogar fast voll geheilt. Perfekt. Und Balance Rune. Ja, noch eine Balance Rune, warum nicht? Wenn wir uns dann die noch reinhauen. Hm. So. Solange wir hier noch alles mit einem Schlag töten, brauchen wir auch aktuell noch nicht unsere Zauber, aber. Gut, lasse ich euch halt da. Moment, wenn ich jetzt gut ziele von, sagen wir, hier. Bingo. Bis jetzt sind alle erledigt. Jetzt noch da oben den einen. Ha. Alle weg. Und. Danke. Erstmal mehr. Ah, haha. Jetzt braucht ihr zwei Schläge. Und mein Mana ist schon wieder voll. Hier. Lass mal einen erledigen. Leben. Mana. Turm. What the fuck? Das war ein starker. Das war gerade ein starker Schlag mit meinem. Das war gerade ein starker Zauber und das hat. Der hat ihn einfach überlebt, eiskalt. Okay, ihr seid stark. Ihr seid stark. Ich sehe es ein. Kommt her. Au.
Gut. Bisschen Leben vielleicht. Wenigstens sind hier genug Kisten, wo Leben rauskommen könnte. So. Fuck. Komm. Komm. Ah, sorry, dass ich gerade ein bisschen lautlos bin. Nee, Mick. Muss ich gerade arg konzentrieren. Den kann ich einfach so erledigen. Oh, scheiße. Kommt ihr hier durch? Nein. Halt, zu früh geschlagen. Sir Darwin bekommt den Darwin Award. So. Das Wort Hokage, Archmage. Nehmen wir mal den Hokage. Der macht sau viel Schaden. Und dann passend dazu... Haben wir nichts mehr, was weniger als 1000 kostet? Nope. Dann gucken wir halt, wo würden wir am wenigsten verschwenden. 1500. Hey, kann ich bitte darauf? 1500. 1600. 1500. 1400. 1400. 1700. 1300. 1100. Ja, dann erhöhen wir den Schaden nochmal. 115. So langsam kommen wir doch in den Bereich des Spannenden. Und für euch gibt es jetzt noch eine Balance Rune. Wow. Könnte ich statt der Vampire Rune reinhauen, dann würden wir zwei Balance Runes haben. So. Ups. Muss ich gerade kurz an das zusätzliche Tempo gewinnen. Das ist gerade nämlich arg schnell. So. 115 Schaden. Damit können wir doch bestimmt einiges erreichen. Naja, so wie ich uns kenne, oder besser gesagt, so wie ich mich kenne, werden wir gleich einfach in irgendwas reinrasen und sind weg. Ich hasse solche Räume. Da kann man doch bestimmt drum rumgehen. Was habe ich eigentlich als Zauber? Die Sense. Und als Fähigkeit habe ich das hier. Aha, Teleportation. Werde ich, glaube ich, nie benutzen. Übrigens, was ich neulich herausgefunden habe, guck gerade hier, ob irgendeine spaßige Musik dabei ist. Jo. Die Musik bleibt auch aktiv, wenn man aus dem Raum rausgeht. Was ja nun ziemlich vorteilhaft ist. Jetzt bringen diese Räume sogar was. Habe ich ja zufällig neulich herausgefunden. Aber jetzt kann man hier mit epischer Musik durchrennen. Epische Musik. Richtig epische Musik. Mir gefällt die Musik gerade. Okay, springen wir hier voll. Doch, die falsche Idee. Aha. Gut. Alles riskiert für dieses bisschen Geld. Können wir uns hier vielleicht ein bisschen Leben abstauben. Wenn nicht, warten wir einfach auf das nächste bisschen Gegner. Haben wir ja wieder ein bisschen Leben. Ab. So. Noch irgendwas anderes? Irgendwas, was mir Leben gibt vielleicht? Ups. Komm her. Danke. Du lebst noch. Und Geld. Na, Geld ist auch in Ordnung. Leben. Bald. Au.
Wir sterben zwar ständig im Wald, aber ich möchte ihn trotzdem erstmal ein bisschen erkunden, denn wir brauchen noch viel mehr Geld für den Turm. Und deswegen ist der Wald halt gerade für uns so ziemlich die einzige Möglichkeit, um vernünftig zu trainieren, weil wir droppen die Gegner viel Geld. Aber, naja, die sind nicht ganz so schwer wie im Turm. Kann ich mich eigentlich... Nein, ich kann mich nicht dadurch teleportieren. Schade. Wie ich die Gegner hier einfach one-hitte. Sogar den Troll gehabt, fast schon. Und das trotz seines, naja, Schildes. Ich muss eigentlich nur aufpassen, dass ich nicht sterbe. Also, wenn ich allem geschickt ausweiche, müsste ich hiermit gut durchkommen können. Ich meine, ich regeneriere ja auch dank meinem Vampirismus Leben, sodass ich allmählich wieder im Bereich des akzeptablen Lebens bin. So. Aber trotzdem, über ein paar Hähnchenkeulen würde ich mich schon freuen. Wie lange nehmen wir auf? 11 Minuten? Ja, die Runde noch zu Ende und dann passt's. Nein. Ich bin gerade nicht ernsthaft dabei verzweifelt, sondern einfach einen Gegner zu besiegen. Und dann falle ich auf den Bogenschützen drauf. Ja, klar. Ich habe mir ehrlich gesagt noch ein bisschen was Besseres von dem Hokage erwartet. Noch ein Hokage. Und nochmal Schaden hoch. Bam, 119 Schaden. Und wie schnell wir jetzt sind. Also, wir sind ja sowieso durch Hokage schnell. Und wir haben zusätzlich nochmal ADHD. So. Na, und das haben wir übrigens. Das nervt vielleicht ein bisschen. Schnell ist gar kein Ausdruck mehr für uns. Ich sehe jetzt schon, dass ich mit so einer schnellen Steuerung nicht klarkomme. Witzig ist es schon. Au. Ah, da bist du wild. Da bist du Zauberer. Noch irgendwas in diesem Raum? Ja. Sehr viele von diesen korrupten Typen. Ah. Geld, Geld. Viel zu schnell, dieser Charakter. Ich komme mir gerade schon vor wie bei Magicka mit Counter-Streichmesser. Hast und Banditenrobe. Au. So. Leider kann man hier nicht so gut durch die Gegner durchrasen. Vor allem, da wir ja gerade versuchen, alle zu besiegen. Für Geld. Und auch ein bisschen für Leben, Regeneration und so weiter. Na, komm. Bam. Oh, hallo. Komm. Ich sollte mich weiter nach oben bewegen. Will nicht. Ja, jetzt bin ich schon hier unten. Ich will aber nicht nach unten, ich will nach oben. Ich will nach oben. Naja, erstmal kann ich mich noch ein bisschen umsehen. So, einfach weiter umsehen. Oh cool, 2 Truhen. Aha, sehr viel Geld. Wir holen uns gleich noch das nächste Upgrade direkt. Ich glaube, wir gehen als nächstes auf Leben. Ach, ein bisschen Schaden können wir auch noch machen. Aber danach sollten wir auf Leben gehen. Oder auf Crits, die sind auch sehr stark. Ups. Wollte ich gar nicht. Es kostet mich nur 4 Mana, wenn ich das mache. Okay, nicht gerade viel. Sollte ich häufiger benutzen. Dort oben.
Die Einträge wollten wir nicht mehr lesen, glaube ich. I must be going insane and stumbled across the carnival inside this castle, complete with a sad clown and everything. It's sort of an S, but I guess you can't be picky with your friends in a place like this. I'm getting hungry again. Good thing I topped up on chicken legs. I found these in the chandelier. This castle, sometimes I wonder if it's all just a big joke. Hatten wir das nicht schon? Egal. Trotzdem sollten wir ein bisschen weiter voranschreiten, bevor wir weiter die Story lesen. Ich glaube, ja, wir sind in... Also ich glaube, von der Story ist der Typ inzwischen schon im Turm. Also, ja. Im Turm oder halt... Oder schon fertig mit dem Turm? Nee, ich glaube, er ist im Turm. So, komm. Au. Komm. Perfekt. Und weiter. Hallo Hühnchen. So. Da oben sind noch Gegner. Komm, weiter hoch. Danke. Hühnchen. Au. Komm. Da habe ich gerade eine Rakete gesehen. So, die hängt da fest. Hallo. Diese Grey Knights machen übrigens sau viel Schaden mit ihrem Schlag. Ja, die Dolche nehme ich gerne mit. Insbesondere hier jetzt. Komm. Danke. Na, das war daneben. So. Komm, da war doch noch ein Pferdchen. Perfekt. Geht's hier oben raus? Nein. Geht nur nach unten. So. Mit Hokage können wir wenigstens mal ein bisschen was erreichen. Au. Fucking Erdmagier. So. Hallo. Hallo. Und komm. So. Bis jetzt läuft's perfekt. So. Das ist noch ein Auge. Okay, das war's, glaube ich, schon. Zwei Truhen für so ziemlich gar nichts. Das ist ein gutes Angebot. Defeat all enemies. Ja, damit komme ich klar. Okay, da ist ein Visioner. Ich komme damit nicht klar. So. Nein, ich wollte den Wag erledigen. Egal. Schade. Was hätten wir die Fairy Chest bekommen. So, jetzt wählen wir noch kurz einen Sri Lanka. Und jetzt geben wir einfach unser gesamtes Geld. Schwerer als es aussieht. Einfach zweimal auf Leben. Lampe an. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.